Der Gruppensieg in der Königsklasse lockt, doch beim arg strapazierten Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund genießt die Herbstmeisterschaft oberste Priorität. Daher fehlten zahlreiche Leistungsträger wie Marco Reus, Axel Witzel und Jadon Sancho an Bord, als der BVB-Flieger am Montag Richtung Côte d'Azur abhob. Champions League AS Monaco, Borussia Dortmund ab 21 Uhr im Live-Ticker. Insgesamt bringt Trainer Lucien Favre 9 neue Spieler im Vergleich zum Revierderby. Lediglich Abdou Diallo und Achraf Hakimi standen auch auf Schalke in der Startelf. Mario Götze ist Kapitän, auch Keeper Roman Bürki bekommt eine Pause, für ihn steht Marvin Hitz zwischen den Pfosten. Kapitän gegen Monaco ist Mario Götze. Auf der Linksverteidigerposition feiert Marcel Schmelzer sein lang ersehntes Comeback. Der 30-Jährige fehlte den Dortmundern seit Ende September. Im Sturm bekommt Maximilian Philipp eine neue Chance, Götze spielt hinter ihm. Auf den Außen agieren Christian Pulisic und Rafael Guerreiro, Partner in der Innenverteidigung von Diallo ist Ömer Toprak. Die Doppel-6 bilden Julian Weilb und Mahmoud Dahoud. BVB rotiert gegen Monaco, einige Spieler sind angeschlagen, viele von ihnen mussten wir schon in den letzten Wochen durchschleppen, berichtete Sebastian Kehl schon im Vorfeld. Doch von einem Betriebsausflug zum abschließenden Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag bei AS Monaco wollte der Leiter der Lizenzspieleabteilung trotz frühlingshafter Temperaturen und strahlendem Sonnenschein im Fürstentum nichts wissen, wir haben die Möglichkeit auf Platz 1 zu rutschen. Diese Chancen wollen wir auf jeden Fall ergreifen. BVB hofft auf Ausrutscher von Atletico. Dafür müssen die vom Derby-Sieg auf Schalke immer noch beseelten Westfalen beim abstiegsgefährdeten französischen Vizemeister unbedingt gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Atletico Madrid beim FC Brügge hoffen. Service Champions League Tabelle. Reus, Oberschenkel, Witzel, Schonung, Sancho, Trauerfall, Thomas Delaney, Wade, Jakob Brun Larsen, Lukas Piszczek, beide Knie und Dan Axel Zagadou Fuß fehlen dem BVB. Durch die Ausfälle haben einige zuletzt weniger eingesetzte Spieler nun die Chance, auf sich aufmerksam zu machen, betonte Kehl, der eine tatkräftige Truppe erwartet. Anzeige, Champions League live bei DAZN, jetzt kostenlosen Probemonat sichern, die Aufstellungen. Monaco, Benaglio, Reggi, Glick, Badiashile, Biancon, Henrich Saite Benassa, Marcengo Tielemans Diop, Falcao Dortmund, Hitz, Hakimi, Toprak, Diallo, Schmelzer, Weigel, Dahoud, Pulisic, Götze, Guerreiro, Philipp Schiedsrichter, Poulsen, England, so können Sie AS Monaco gegen Borussia Dortmund live verfolgen. TV, Sky, Konferenz, Stream, DAZN, Sky Go, Konferenz, Ticker, Sport 1.